Moinsen Palmarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. Wir zocken weiter. Ich sage immer Raps Play, dabei habe ich den Kanal umgenannt, aber egal. Wir zocken hier weiter. Ich weiß aber nicht, wo wir stehen geblieben sind. Hier war das Teil. Ich gucke auf der Karte. Da ist zu. Okay, rechts würde es weitergehen. Was ist da? Ist das ein Aufzug? Funktioniert der? Wo fahre ich denn da hin? Ladegerüst. Hier war ich doch schon. Das ist, hier kam ich doch am Anfang raus, oder? Aber good to know. Okay. Ah ja. Das ist wieder so ein eingebauter Ladebildschirm. I don't know. Gut, dann gehen wir rechts durchs Tor. Und ja. Gehen der Sache hier mal weiter auf den Grund. Ich glaube. Ach so, das ist der Boy, Alter. Was zur Hölle. Ja, Laptop auf lautlos machen. Eine Werkbank. Ah. Roger, Roger, das sind doch. Langsam, Feinde. Oh. Er gehört zu mir, oh Gott. Ach, nach oben. So, den habe ich abgestochen. Jetzt nur noch einer. Roger, Roger. Ich würde gerne mal mit Dreieck ausweichen. Nach oben, ja? Ich habe doch diese Fähigkeit, warte mal, Fähigkeiten, Kampfstile, Blaster. Blasterschuss antippen, nee, warte. Hier, das da, drücke kurz bevor ein Gegner trifft, um ihn mit einem Schuss wegzustoßen. Mit Dreieck. Steuerung. Hm. Schnelles Ziehen, L1 und Dreieck. Energiewirbel. Erhalte L1 und dann Viereck. Warte mal. Kann ich gar nicht. Was ist mit dem Balken? Was ist mit dem Balken? Da. Ich habe nie an dir gezweifelt. Das muss ich gleich mal ausprobieren, wenn noch mal ein paar Gegner kommen. Ich sehe mich um und sorge dafür, dass wir keine Überraschungen erleben. L1 und Dreieck. Naja, da ist ein grünes Teil. LOL! Moment, das teste ich jetzt mal. L1. Okay. War jetzt nicht so krass. Der hat irgendwie einfach nur geschossen. Na gut. Ba, ba, da, ba, da. Und hüpf und hüpf und hüpf. Oh, das war knapp. Das hat mir ein bisschen Damage gemacht. Was ist da unten? Ups. Hä, aber. Gibt's da unten was? Sieht nicht so aus. Ist einfach nur, weil man runterfällt, hä? Okay, lass uns hier lang. Wo ist ein Boot hin? Ich klettere an einem schrottreifen Kriegsschiff hoch. Fast wie in alten Zeiten. Fast wie in alten Zeiten, aber wir sind nicht mehr in den alten Zeiten. Jetzt bist du ein Jedi-Ritter. Wo wollen die denn hin? Gute Frage. Hier haben wir eine Abkürzung. Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Unser Werfer zielt. Also mit dem Schießen, das traf ich nicht. Uiuiui. Ui, ui. Nein, der macht nochmal was. Egal, einfach abknallen den Dude. Ich fühle mich schwach, Baby.
Hier geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Uiuiui. Hüpf, hüpf, dash und zack. Wahrscheinlich nach rechts rüber, hä? Hüpf, hüpf und dash. Also mit dem Klettern ist schon echt cool in dem Spiel hier. Und nun? Da auf die Plattform? Yo, wie viel Panzer die da unten haben. Das ist ja richtig viel Alter-Stuff von den ersten Druiden-Fights. Ich probier's einfach mal, oder? Hüpf, hüpf, dash. Tatsächlich. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass ich so weit komme. Wir haben Bericht über Feinde in diesem Bereich. Wir werden angegriffen. Hier? Haltet den Bereich abgeriegelt. Was immer Ravens vorhat, es hat unerwünschte Aufmerksamkeit. Fällt einfach so ein toter Jedi vom Himmel. Au! Und jetzt? Jo, beruhigt euch! Moment. Ich wollte eigentlich einen Stim nehmen. Nein, ich konnte es nicht. Oh nein, BD-8 ist da runtergefallen. Scheiße, wie komme ich jetzt da nochmal hin? Ich habe die ganze Zeit Stim gedrückt, aber jedes Mal, wenn ich hier nehmen wollte, wurde ich getroffen. Da konnte ich nichts machen, leider. So. Wo ist jetzt die Abkürzung dazu? Das war an so einem Elektropfad. Wo geht's da eigentlich hin? Das war da, wo so Strom war. Das war aber nicht hier, oder? Ich muss jetzt nochmal gegen die Dudes hier kämpfen. Das ist ja, hat man sich einmal nicht gemerkt. Hallo. Kämpfer an meiner Seite. Jetzt hört er mal auf mich zu schießen. Ach du Scheiße. Ich erinnere mich nicht. Nein. Nein. Ich habe gerade dem seinen roten Schlag abgewehrt. Okay. Habe ich nicht. Du Feigling! Still! Hübsch! Da musst du dir schon mehr einfallen lassen. Jetzt hab ich ihn. Hilfst du mir mal bitte? Bin ich hier? Hier war das doch, oder? Nee? Scheiße, wo? Wo war dieser Elektropfad? Das ist ein bisschen kacke, dass ich jetzt die... Hier! Oh, für dich habe ich keinen Schuss mehr übrig. Hier war das, warte. Hier muss... Genau, hier. Hier muss ich hin. Das ist meine Abkürzung. Haha. Ah, da ist der Typ wieder. Sichtkontakt zu den Jedi. Stürze. Systemschaden. Ich ihm einfach den Kopf abhacke. So, und hier ging es nicht mehr durch, sondern ich musste... Genau, das Springlevel neu machen. Also. Hier hochklettern. Rechts, hüpf, dash, zack. So.
Nein, nach links. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da hinten irgendwie runter oder hoch komme. So, und spring, spring, dash. So, spring, spring, dash. Der Tod. Das war eigentlich der beste Kämpfer, den ich... Unterstützung. Ja, natürlich brauchst du Unterstützung. Du kämpfst hier gegen den Jedi. Sag mal, der Typ da ist ein bisschen nervig. Junge. Das ganze Schiff weiß jetzt, dass wir da sind, oder? Hier komme ich nicht durch. Aber... Okay. Weiße Dinger kann ich auch nicht durchdashen. Was machen Sachen? Hier geht's runter. Ah, hier ist eine Treppe. Oder ein Gang. Whatever. R2. R2, D2. Ich habe übrigens gestern mit meiner Freundin Star Wars Episode 2 geguckt. Zwar nur die erste Hälfte, aber... Der Film geht irgendwie 2,5 Stunden. Ist das jetzt einfach eine Abkürzung? Jo. Ah, okay, das ist Weiße. Beeil dich, Kumpel. Erledigt. Okay, der ist tot. Auf geht's. Ich würde gerne meinen Schuss aufladen. Achso, geht nicht mehr. Okay, der ist geplatzt. Nein! Oh, den roten konnte ich nicht blocken. Jo, da war ich schneller, Boy. Hilf mir bitte. Wir müssen das Ding da liegt öffnen. Was. Das ist aber nicht so gut versteckt. Wow! Oh, ich konnte gerade nicht springen, weil er das Teil eingesammelt hat. Ach, das ist Boat. Ich dachte, kommt jetzt noch ein Gegner. Moment mal. Was gibt's denn hier zu finden? Haha, eine Kiste. Hartnäckigkeit, ein Griff. Alles im Griff. Gut, ja cool. Was Neues gefunden. Dann einmal hier durch. Ah, nee. Warum hat denn der schon, warum hat der schon Schaden bekommen? Dann kann ich seine Angriffe nicht blocken. Oh. Oh, da kommt noch einer. Das waren zwei auf einmal. Ah, danke, Boat. Gut, dass du noch in einem rein. Stück bist. Ja, also die Hälfte meiner Leben kann ich mit dem Stim auffüllen. Das wird eine Abkürzung sein wieder. Ja, ich habe nur noch 3 Stims. Du bist sicher froh, dass Marin sich der Crew angeschlossen hat. Ja, es freut mich, dass sie uns helfen. Moment. Hörst du das? Ach du Sch... What? Druidikas? Schilde! Ach, das ist doch nicht fair. Oh, geil! Die halten ja gar nichts aus. Boah, so ein Teil hatte ich mal von Lego Mindstorms. Kennt ihr das noch? Lego Mindstorms? So programmierbares Lego-Technik? Klonkriege gegen Droidikas gekämpft. Ob es das noch gibt? Ich bin der Start. Er musste sie ausschalten. Ich wette, er wäre stolz. Das hoffe ich. Geil, Alter. Lego Mindstorms war so... die Kamera ein bisschen näher ranholen hier. Ups. Da konnte man diese aus Lego zusammenbauen, so aus Lego-Technik. Und dann konnte man die mit einem Computerprogramm programmieren. Und dann konntest du die quasi programmieren, welche Bewegungen die machen sollen. Und die konnten halt so rollen und dann sind die so aufgeklappt. Die waren richtig geil.
gefällt mir nicht. Zeit, ihn zurückzuholen. Ich habe keine Reihe zu stellen. Komm mal weg. Ah, jetzt. Oh, denselben Kampfstil wie ich. Kanone und Schwert. Also das mit dem... mit dem Kontern funktioniert irgendwie nicht. Achso, ich habe, weil ich keine Schüsse auch in der Munition habe. Also keine Munition in der Waffe, so. Ey, blockt der oder was? Junge. Weißt, dass er nicht nur dabei ist, Tannelor zu finden, oder? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wie du meinst, Kerl. Marin ist auch dabei, weil sie mich liebt. Okay, sehen wir mal nach, was wir hier haben. Ein Turbolift. Ist da drin der, von dem ich denke, dass das ist? Wer? Das muss ich mir genauer ansehen. Ja, das ist sie. Ah, da. Zum Kontrollturm. Dann ist das unser Ziel. Ich sehe ein Problem. Da unten. Kerl, sie... Droiden. Wir haben schon Schlimmeres gesehen. Ja. Sieh dir diese GAPs an. Ich habe einen Plan. GAPs. Nun, ich mache etwas Lärm, locke sie weg. Du schleichst vorbei. Wir treffen uns wieder beim Turm. Ah, die Panzer. Was denkst du? Das ist riskant. Riskant haben wir längst hinter uns gelassen. Viel Glück. Dir auch. Wiu. Dann. Der macht Hackmack mit den Panzern. Hier geht's irgendwie weiter. Aber hier ist noch eine. Ein Echo. Hallo Echo. Das Schiff kann nicht fliegen, aber an Bord befindet sich ein Hangar voller Fahrzeuge. Eine Armee, die uns gehört. Bereit, diesen Planeten nach meinem verschollenen Meister zu durchkämmen. Ich kenne die Wüste. Gebe ich Signal. Was für ein Signal? Vertrau mir, es wird dir nicht entgehen. Ich schätze, ich muss mich hier dranhängen. Oh! What? Oh nein. Was soll das heißen, falls ihr sie erwischt? Falls ihr sie erwischt, dann eröffnet ihr das Kaja, du Idiot. Verstanden? Ende. Oh! Bleib stehen! Oh, Bruder! Stim, stim, stim! Hab ich dich? Boah, ich werde auch... Ich muss nachher mal das... auf das andere Schwert wechseln. Das würde ich auch gerne mal spielen. What? Und jetzt? Ah. Ah ja, geil. Eine Abkürzung. Fähigkeiten, eine. Ja, vielleicht... zwei Schwerter, also... Widerstandskraft. Das sind alles Sachen, die ich irgendwie nicht haben will. Gruppen von Gegnern an mich ranziehen. Halte L2, um auch die stärksten Gegner mit der größten Machtresistenz zu beeinflussen. Hier die Konzentration. Vielleicht fangen wir einfach mal mit der Parierstange an. Und jetzt wechseln wir, Moment. Jetzt wechseln wir das Schwert. Erstmal ausruhen. Boni. Blasterschaden. Erfahrung, Blockanzeige. Paradezeitraum, Blockanzeigenschaden. Whatever. Kampfstile. Lass uns mal...
das Schwert, das habe ich jetzt eh noch nicht gelevelt und noch nichts damit gemacht. Lass uns mal ein bisschen mit dem Schwert hier spielen. Einfach so, weil es Bock macht. Wer weiß, wie man Aufsehen erregt. Alter! Also der knüppelt schon ordentlich drauf. Ich kann immer noch auf meinen Blaster wechseln. Vielleicht werde ich ihn treffen. Vielleicht werde ich ihn treffen. Das ist eine gute Einstellung, Leute. Ist irgendwas versteckt? Ich traue diesen Dingern hier nicht. Ich höre irgendwas. Bruder Jakob! Jo, das macht ja übel Schaden, das Schwert. Gegen das Ding irgendwas machen? Jo, 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 jo. Ist das mit dem Blaster kaputt schießen? Sag mal, das Teil nervt. Ich brauche ein Stim. Gerade rechtzeitig. Bruder, das ist doch nicht wahr. Alter. Oh nee. Ich muss da hinten hin. Moment. Hier komme ich doch nicht rein. Hier komme ich auch nicht rein. Boah. Gerade geboxt. Jedi. Okay, wenn die aufhören, renne ich durch. Ich schätze, ich werde gleich diese Fähigkeit dafür bekommen. Ist das hier der richtige Weg? Das sieht nach dem richtigen Weg aus. Dann will ich erst den falschen Weg gehen. Ha. Hey, sieh dir das an. Lauf! Ei, 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 ei. Muss ich den Strom ausstellen irgendwie erst? Hier liegt ein Echo. Hallo Echo. Hallo Otto. Und nun, um meine Arbeit zu testen, Droide, töte ihn. Roger, Roger. Öffnen. Okay, das ist eine Abkürzung hier. Ach du Scheiße, wer ist das denn? Kämpfe mit mir! Ich hab schon Schlimmeres überlebt. Ah. Au! Okay, ich muss. Ich muss seitlich ausweichen. Alter. Der kickt ihn einfach weg. So, den scannen wir erstmal. Braucht irgendjemand einen Hammer dieser Größe? Jetzt nicht mehr. Ich konnte den Weg zum Turbolift nicht finden. Nun, dann suchen wir gemeinsam einen. Okay. Ich kann mich zwar hier dranhängen. Das verstehe ich nicht. Ach so, jetzt verstehe ich. Was haben wir hier? Okay, was machen wir jetzt? Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, danke. Nicht schlecht. Da hinten stehen so ein paar Dudes rum. Es scheint eine Abkürzung zu sein hierhin.
Ich raff nicht, wann ich die letzte Abkürzung hier freigeschaltet habe. Wenn ich sterbe, habe ich ein Problem. Lautet Jurten. Wohnquartiere. Hab sie auf Merrick 9 gesehen. So viele Jurten wie nirgends. Wohnquartiere? Dann sind wir ja mittendrin. Jurten. Ich brauche unbedingt mal ein neues Meditationsfeld. Gut. Bald werdet ihr einem neuen Meister dienen. Why? Wie geht's da lang? Das Meditationsfeld. Da gehe ich hin. Ah, hier bin ich. In dem hier, okay. Okay, ich bin in dem Meditationsfeld im Kern. Ich guck mal, ob ich noch was für mein Schwert leveln kann. Ich glaube aber nicht. Parierstange, meine ich natürlich. Verkürzt die Aufladezeit von Fokusangriffen. Scheißegal, wir leveln jetzt einfach alles mal. Also kann ich jetzt schneller mit Dreieck schlagen. Okay. Okay, also hier gehe ich jetzt lang. Dann da rein und dann hier durch diesen gelben Raum. Da sind ein paar Dudes. Hier komme ich nicht durch. Da komme ich auch nicht durch. Das sind die Joten hier, oder was? Sie wollen zu uns. Du kannst mir mal helfen, Boy. Du musst mich beschützen. So ist es gut. Hör auf. Schließlich. Genug. Aua, Mensch. Ich kann nicht anvisieren jetzt. Sie sind hinter dir her. Yo. Ey, zwei Schläge mit dem Ding hier. Das ist eine krasse Waffe, Alter. Ich will in diese Joten mal reingucken. Roger, Roger. Das sind schon für mich mit die coolsten Star Wars Figuren. Diese kleinen Druiden, die hatte ich auch von Lego, die habe ich so gefeiert. Also ich bin ja eigentlich mit Star Wars Episode 1 bis 3 aufgewachsen. Weil... Ich dachte, da kann man vielleicht hochklettern, da oben ist irgendwas. Weil... Die alten Filme, da war ich ja noch nicht auf der Welt. Wir haben einen Kampf vor uns, Kerl. Ich bin bereit, wenn du stehst. Alles klar, tanzen wir. Okay, danke. Ihr seid sehr hilfreich. Da oben piepst was. Da oben piepst was. Ich muss auf diese Joten oben drauf. Ich habe einige Gegner gesichtet. Da ist auch irgendwas. Von da. Von da. Aber ganz oben drauf komme ich nicht, hä? Wir brauchen Platz zum Leben. Häuser. Häuser? Sicher. Warst du nie auf Merrick 9? Sieht aus, als würde ich da später nochmal hinkommen. Sieht aus, als könnte man da hochklettern. Und von da hoch springen. Aber dafür muss ich erst auf diese Häuser oben drauf. So, von hier. Ja, warum kann ich da nicht drauf? Wollen mich verarschen. Aha. Hier ist noch eine Kiste. Jetzt bin ich in der Bude hier. Gefährlich aus. Hm. Aber oben auf die Bude komme ich von hier auch nicht drauf. Gegner in der Nähe. Hallo, E-Bims. Ich werde mich dir nicht ergeben. Das wirst du spüren. Wer ist in der...
Hilf mir. Stim. Ich brauch Hilfe. Der kann mir auch helfen. Ich schütze mich. Also ist halt schon sehr langsam die Waffe hier. Verdammt. Alter. Das scheint mein Los zu sein. Rüdiger. Oder ich abschaue. Wer bist du denn? Was? Wer bist du denn? Los, weg hier. Keine Chance. Das wirst du mir büßen. Alter, ich bin so stark. In zwei Hälften habe ich ihn geschnitten. Sie haben sich für die falsche Seite entschieden. Aber hallo. Was ist da unten? I don't know. Ich will nach oben. Da komme ich nach oben. R1. Kannst du das runterwerfen? Das wird der richtige Weg sein. So gut wie erledigt. Ich gehe aber erstmal hier lang. Moment. Guck mal, ich habe Boat abgelenkt. Aha. Immer erst den falschen Weg gehen. Da habe ich letzte sogar mal so ein TikTok gesehen, wo so ein Typ vor einer Weggabelung steht, also so geschauspielert. Und dann sagt er, ja, ich weiß nicht, welcher der richtige Weg ist, rechts oder links. Dann sagt er, ja, geh doch einfach den einen. Und dann sagt er, ja, aber was ist, wenn ich den richtigen Weg erwische? Dann sagt er, ja, aber du willst doch den richtigen Weg. Und dann sagt der andere, ja, nee, ich will ja erst den falschen Weg gehen, damit ich in der Sackgasse gehe und den Loot bekomme und dann in den richtigen Weg gehen, wo es dann weitergeht. Weil er Angst hat, dass es, wenn er zurückläuft, der Cutscene kommt. Okay, das wird eine Abkürzung sein. Dass da eine Cutscene kommt und er nicht mehr den falschen Weg danach gehen kann und dann hat er ihn verpasst. Und das ist ja halt wirklich so ein Problem in Games. Leute, ich würde da echt gern oben drauf kommen. Haha, jetzt kann ich hier oben drauf. Ich sehe hier nichts. Da liegt was. Also ich kann hier oben drauf, aber ich komme nicht auf die andere Seite oben drauf. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Da gab es ja auch keinen... Gesundheitsessenz, geil. I don't know. Ganz komisch. Vielleicht kommen wir dann nochmal irgendwie lang. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kann ich auch noch einen besonders hohen Sprung freischalten. So, ich muss mir jetzt anschauen. Hier geht's lang, aber eigentlich, guck mal. Hier wäre irgendwie ein Weg gewesen. Warte mal, wo bin ich denn? Da ist ein Weg? Da ist ein Weg. Da muss ich jetzt nochmal hingehen, Leute. Ist aber nicht der hier, der gerade ausgeht. Nee. Das, der ist da, wo die Abkürzung ist. Moment. Ich muss ja nur kurz hier hoch. Dann bin ich auch schon da. Aua. Das musste man durchschneiden. Nimm das. Achso, Boat. So, und jetzt kann ich hier hochjumpen. Und dann kann ich mir das Echo da holen. Wirf sie weg. Ravis will nur intakte. Moment, gib mir das. Dann kann ich mir das Ding holen. Dann kann ich die Kiste aufmachen oder hacken. Alter, jetzt habe ich es geschafft. Ein Vollstrecker. Zack, jetzt kann ich hier rüber.
Dahin, dahin. Alter, ich kann den Drop kicken. Das ist so geil. Ey, das Schwert macht so viel Schaden, das ist so krass. Sieht wertvoll aus. Nochmal ein Priorit-Klumpen. Netter Versuch. Guter Fang. Dann. Wie kommt man da rein? Dann gehen wir erstmal den Weg da hinten lang. Okay, hier komme ich nicht rein. Aber okay, alles andere haben wir wenigstens looten können, was hier oben war. Da kommt man so nicht hoch. Ich dachte, dass man von da oben dann an diese Gitter springen kann, um dann da hochzuklettern. Wisst ihr, was ich meine? Ha! Ah, ne, geht aber nicht. Ich dachte, man kann dann hier dran springen, aber das sieht nicht so aus, als könnte man das. Okay, haben wir doch geschafft. Zack, zack. Jump. So, dann gehen wir jetzt das Seil hoch und dann nach links. Ich hätte ja gerne so ein eingebautes Teil, das mir einfach nur sagt, Achtung, hier ist ein Schatz, den du bekommen kannst. Also ich will nicht in so eine in so ein Komplettlösungsheftchen gucken oder so. Was jetzt? Ach Scheiße, das ging jetzt ab. Oh, da ist einer runtergefallen. Alter. Junge, Kopf ab. Stim. Ich komm nicht an die dran. Scheiße. Wasser. Jetzt wirst du gegrillt. Ach du Scheiße, wieder so ein Typ. Wer hast du nicht zu bieten? Okay, Blaster ist leer. Ich werde noch nicht sterben. Oh Gott. Verschwinde! Alter, der Boot geschossen. Komm, Boot, kill ihn! Bam! Ja, das war schon was. Ich glaube, die mögen uns nicht. Okay, das können wir aufmachen. Was glaubst du, wie diese anderen Kompasse verschwunden? Moment mal, hier geht's hoch. Ich wette, dass Santari Cree dafür verantwortlich ist. Ohne Witz. Wenn sie zu dem Bagdad-Tank geschickt hat, steckt vielleicht mehr hinter dieser Geschichte. Oh Mann, ich dachte, ich muss sie hacken. Okay, BD. Wir finden einen anderen Weg. Kann ich nicht öffnen. Ah. Alles mit diesen Elektrodingern. Ich weiß nicht, wie ich die knacken kann, diese Elektroteile da. Die habe ich schon mal öfter gesehen. Ist das rot markiert? Ja, es ist rot. Versperrter Weg. Also ich muss hier eigentlich... Achso, ich muss nach oben. Deswegen muss ich nach oben. Okay. Ich muss eigentlich nochmal rasten. Ich meine, der rastet, der rostet, aber ich habe nur noch 3 Stims. Also jetzt, wo ich die Schwierigkeit hochgestellt habe, ist es schon... Man merkt es schon. Ich brauche mehr Stims auf jeden Fall. Was macht er? Sieht so, dass ich irgendwie... sterbe die ganze Zeit, aber ich brauche schon um einiges mehr Stims. Wir retten also sie, hauen ab, finden Tenelor und dann... Was? Ich plane nur von Tag zu Tag. Das merkt man.
Vielleicht irgendwas mit Marin? Ah, sie hat ihren Weg, ich hab meinen. Ja, ich weiß, Jedi wollen sich nicht binden, aber... Das ist wahr. Vergiss nur nicht, wer du wirklich bist. Ja, und was meinst du damit? Vertrau auf dein Herz. Die Lage da draußen wird nur schlimmer. Das Leben ist wertvoll. Und das Glück auch. Ich wünschte, es wäre so einfach. Es ist so einfach. Wenn du eine Zukunft mit Marin siehst, akzeptier sie. Versteh's nicht. Ich kann nicht einfach... Oh. Boot. Hey, Klappergestelle. Hier drüben. Noch ein Stück. Perfekt. Danke. Jetzt kommt irgendein krasser Boss. Ich suche einen anderen Weg. Du findest den Druiden. Ja, doch nicht. Und bleib am Leben. Ja, wie kommt man durch diese weißen Dinger durch? Also ich bräuchte wirklich mal... Oh. Das ist nicht besonders einladend. Ja. Wo zur Hölle geht's hier lang? Da hoch? Kann ich hier nicht her? Hey, ich bin einfach eingesperrt. Ich bin ein Adler, den du versucht hast einzusperrt. Ah, hier ist noch ein Schlitz. Ich glaube, hier war schon lange niemand mehr, Kumpel. Oh. Eben aus der Waldanlage? Stimmt. Aber waren die nicht vom, wie heißt der, Dylan? Nee. Das ist schon geil, dass das Ding auch eine Taschenlampe ist. Wow, okay. Bruder! Also nicht in diese Richtung. Alter, hab ich mich erschreckt. Dann... Also manchmal macht der Taschenlampe, manchmal ist er irgendwie aus. I don't know. Dagon wird sie zerstören, um zu bekommen, was er will. Er ist besessen. Genau, Dagon. Wir hätten sie nicht am Außenposten zurücklassen sollen. Wir müssen sie zurückholen. Oh, das ist der Ravis, genau. Du bist mutig. Da ist er. Was willst du damit? Das ist Deckens Befehl. Das ist für mich. Boah. Der ist ganz schön groß, der Typ. Yo! Stimmt, BD? Das habe ich wirklich gebraucht. Da komme ich gar nicht durch.
müssen hier sofort verschwinden. Strong. Das war clever. Manchmal liegt die Lösung eines Problems in der Sichtweise. Betrachte die Situation immer aus verschiedenen Winkeln. Da hat sie noch Haare gehabt. R1 und X. Du gibst mir immer eine neue Perspektive, was hier? Alles gut, Kumpel. Oh, geil. Gehen wir. Generator, irgendwas. Ausruhen. Sagt die Zeit. Vorwärts, BD. Viertelstunde geht noch. So. Ah ja. Also R1 ist hoch und X ist runter. Hatte man die Fähigkeit nicht schon im ersten Teil? Wir brauchen den Stimmschlüssel wieder. Er verschafft Ihnen Zugriff auf alles, was Cree weggesperrt hat. Ja, jetzt können wir diese anderen Türen auch öffnen. Okay. Kurz mal umdrehen. Ist da was? Nee. Leckende Rohre, freigelegte Kabel. Das wird in einer Katastrophe enden. Das stimmt. Ich denke, nein! Bruder! Okay. Das gibt's doch nicht. Jetzt. Die Wartungswege müssen nach oben führen, denke ich. Wow! Knapp. Ich glaube, du bist falsch abgebogen. Das Schwert knallt so rein. Ich werde Radius mit einem Propeller erweisen. Du bist erledigt, Jedi. Oh. Sorry. Drop ihn her. Aktivieren. Okay, merke. Ein riesen Gebiet hier, gell? Da haben wir noch ein Gerücht. Wir müssen eine Ebene höher kommen. Wir sind jetzt ganz unten drin. Crazy. Warte, ist das jetzt der... Moment. R1 und Dreieck. R1 und Dreieck. Okay. Gut. Hey, sieh dir das an. So. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Okay, ich muss darüber springen. Dann mache ich R1 und Dreieck. Okay, ich wollte eigentlich hochklettern und mich dranhalten. Okay. X. Das motiviert mich nur. Ich durchschaue.
Was ist da gerade passiert? Okay. Bam! Also. Das dauert manchmal ein bisschen, bis er das macht. Und wenn ich in der Zeit getroffen werde... Hier ist kein Durchkommen. Dann kann ich es nicht mehr einsetzen. Wenn ich nur... So. Tut mir leid, alter Droide. Aber ich verspreche, du wirst weiterleben. Mit der Tür öffnen. Von der anderen Seite verschlossen. Oh, hallo. Okay, keine Macht mehr. Keine schlechten Tricks. Schön. Seht euch das an. Junge. Das Schwert ist schon so krank. Ich bin darauf programmiert, sie zu töten. Du willst sterben. Sie sind getroffen. Senke Erwartungen. Waffe aktiviert. Dein! Oh. Ziel ist verletzt. Ey, also zwei von diesen Droiden sind echt schwer. Ist das nicht der Aufzug? Was ist doch der Aufzug? Bolt, kannst du mich hören? Wir müssen außer Reichweite sein. Oder sie stören unsere Kommunikation. Ich bin sicher, er ist okay. Aber fürs Erste müssen wir allein weiter. Achso, das ist die normale Tür. Jetzt übertreiben sie es aber mit den Türen öffnen. Oh, geil, ein Meditationspunkt. Vielleicht kommen wir jetzt zu diesem Turbolift. Ah, hier bin ich wieder. Ausruhen. Okay. Hier, ich muss ja hier geradeaus hoch, ne? Richtig, ja. Der Druidika wieder. Nicht runterfallen. Oh, danke. So. Bumm. Also wie bekommt man weiße Tore auf? Ich beginne mit meiner Untersuchung. Ah! Ich bin jetzt über dem komischen Typ, gegen den ich gefightet habe. Der steht die ganze Zeit da und wartet, dass jemand gegen ihn kämpft, der Arme. Dass er auch immer weiß, wo man durch muss. Gut, ist ja auch nur ein Spiel. Santari, deine Arbeit ist unvergleichlich. Hm. Doch einen Druiden zu schicken, statt mir selbst entgegenzutreten, ist feige. Ein geringer Preis dafür, dass er euer Leben verschonte. Sag mir, hat der Tod des Jedi dich befriedigt? Er konnte fliehen. Die vielen Jahre in Gefangenschaft haben dich abgestumpft. Ich sehe scharf genug, dass der Jedi euch ebenbürtig sein könnte. Sag das erneut und ich schneide deine Zunge raus. Sie wird nachwachsen. Dagon, hör zu. Der Jedi ist eine Gefahr. Seit wir das haben, nicht mehr. Ich habe die Frequenzen des Geräts bereits kopiert. Wir haben Zugriff auf alles, was sie versiegelt hat. Gut gemacht, Ravis. Du... Aktiviere die Waldanlage. Ah, doch wieder die Waldanlage. Zerstörten Mond.
Ich weiß, wo Santari den letzten Kompass versteckt hat. Dagon. Was ist los? Ist er schwanger? Wenn ihr ihn habt, betrachte ich meinen Schwur an euch als erfüllt. Was dann, alter Freund? Die Galaxis hat sich verändert. Es gibt viele Kriege. Doch Ehre haben sie kaum zu bieten. Sobald wir auf Tanalore sind, können wir uns einen neuen Krieg erträumen. Du und ich. Vielleicht. Bevor ich gehe, soll ich noch den Druiden ausschlachten? Nein. Santari hat die Speicherbank des Druiden gelöscht. Sie weiß nichts über den Kompass. Ich werde sie ausschlachten und umprogrammieren, damit sie mir so dient, wie sie früher ihr gedient hat. Da war kein Ton vom Tor. Der ist ein bisschen groß, der Typ. Crazy. So. Ist doch ein guter Punkt, um Schluss zu machen, liebe Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also theoretisch bist du jetzt zum Mond. Da haben wir auch noch einen Kopfgeldauftrag. Und ja, da gucken, wo der letzte Kompass ist. Oder zur Waldanlage, weil die wird jetzt hochgefahren, um dann irgendwas zu machen. Who knows? Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Haut rein, Snapham.